Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir beschäftigen uns heute mit der Teststrategie. Das ist durchaus sinnvoll, denn das Chaos der letzten Wochen, wir sind weit hinter Österreich, beispielsweise bei den Schnelltests hinterher. Aber Herr Kühne, ich greife gerne Ihre Aufforderung auf und versuche mal konstruktiv zu sein. Ich möchte Ihren Blick wenden auf eine andere Art von Tests, und zwar die Antikörpertests, mit denen man nachweisen kann, dass durch eine überstandene Infektion eine natürliche Immunität geschaffen worden ist. Wir haben bisher ungefähr 2,5 Millionen Menschen in Deutschland positiv getestet. Man schätzt, dass ungefähr das Sechsfache tatsächlich unerkannt eine Infektion durchlaufen hat. Das heißt, fast ein Fünftel der Bevölkerung ist vielleicht schon immun. Jetzt mag man sagen, naja, diese Immunität, diese natürliche Immunität, die hilft vielleicht nicht gegen die Mutationen. Und die ist vielleicht auch nicht dauerhaft, aber seien wir mal ehrlich, das wissen wir bei den Impfungen auch noch nicht so genau. Ein Test auf natürliche Immunität kostet ungefähr 40 Euro. Er ist im Moment noch keine Kassenleistung. Wir schlagen vor, dass er es werden sollte. Und ich möchte Ihnen den Nutzen vielleicht mal exemplarisch am Beispiel junger Menschen klarmachen. Gerade junge Menschen haben Bedenken, was die Impfung betrifft. Wir haben dort eine eher unterdurchschnittliche Bereitschaft, sich impfen zu lassen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Und ich glaube, dafür gibt es zwei sachliche Gründe. Zum einen, es ist das Risiko der Impfung. Wir haben dort einen sehr verkürzten Testzeitraum. Wir haben wenig Erfahrung mit mRNA-Impfstoffen. Ich weiß, viele Menschen sprechen nicht gerne über die Risiken des Impfens, aber ich möchte schon mal hinweisen. In Schweden gab es im Zusammenhang mit der Schweinegrippenimpfung viele Fälle von Schlafkrankheit. Gut, die Gefahr, daran zu erkranken, war ungefähr 1 zu 10.000. Aber bitte schön, das ist auch ungefähr das Risiko eines ernsthaften Verlaufs, das heute ein junger Mensch im Falle einer Corona-Infektion hat. Und ich möchte auch noch mal ansprechen, wenn Sie bestreiten, dass es Risiken gibt, warum wurden dann die Impfstoffhersteller haftungsfrei gestellt, zumindest weitestgehend? Nein, ich bleibe dabei, es gibt Risiken. Und gerade junge Menschen schätzen vielleicht auch die Folgeschäden, die möglichen, etwas anders ein. Ein 80-Jähriger mit noch 10 Jahren Restlebenserwartung sieht das eben halt anders als ein 20-Jähriger, der noch 70 Jahre vor sich hat. Hinzu kommt bei jungen Menschen, sie haben viele Kontakte, sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, sie haben aber sehr häufig auch unsymptomatische Verläufe. Das heißt, bei einem jungen Mann, beim jungen Menschen besteht sehr gut die Chance, dass er sich, ohne es zu merken, tatsächlich schon natürlich immunisiert hat. Und das in Summe, das Risiko, die hohe Chance, schon natürlich immunisiert zu sein, das senkt eben halt die Impfbereitschaft bei jungen Menschen. Und es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb wir mit kostenlosen Antikörpertests nicht nur diesen jungen Menschen Entscheidungshilfe liefern sollten, sondern auch unsere Impfsysteme insgesamt entlasten. Nehmen wir mal an, wir können 15 Millionen Menschen dazu gewinnen, so einen Test zu machen. 20% sind immunisiert, das wären 3 Millionen Menschen. Das sind 6 Millionen Impfungen. Meine Damen und Herren, 6 Millionen Impfungen, das ist das, was unsere Bundesregierung in ihren Impfzentren in 2 Monaten zustande gebracht hat. Jetzt kann man erwarten, dass da die Schlagzahl ein bisschen erhöht wird, aber 6 Millionen Impfungen, das verschafft uns einen Monat. Diese Regierung sagt, sie möchte so schnell wie möglich zu normalen Verhältnissen zurückkehren. Ich serviere Ihnen hier auf dem Silbertablett eine Lösung, wie wir einen Monat Zeit gewinnen. Bitte nützen Sie diese Chance, meine Damen und Herren. Die AfD-Fraktion wird am Freitag einen entsprechenden Antrag auf kostenlose Antikörpertests einbringen. Bitte lassen Sie uns gemeinschaftlich daran arbeiten, dass Menschen eine Chance haben, eine bewusste Impfentscheidung zu treffen. Lassen Sie uns unnötige Impfungen vermeiden. Ich danke Ihnen. Dankeschön, Jörg Schneider. Ziehen Sie die Maske bitte auf. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Martina Stamm-Fiebig.